Hi Florian. Hi Michi. Hey, super, dass du da bist. Ja, freu mich. Heute möchte ich dir mal was zeigen, was super. Ich gebastelt habe, weil normalerweise du bastelst ja an diesen Dingen darum. Schon ganz neugierig, jetzt pass auf. Und zwar, das ist mein allererstes Crybaby, das ich mal hatte. Das stand jetzt ziemlich lange im Keller. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich hätte gern ein Expression-Pedal für den Camper, das sich anfühlt wie ein Wah-Wah, wenn ich da die Wah-Wah-Funktion benutze beim Camper. So was gibt es natürlich zu kaufen, kostet aber Geld. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das kann eigentlich nicht so schwer sein. Ja. Dann habe ich mir eine Anleitung angeschaut und es ist wirklich nicht so schwer. Ich hatte natürlich tatkräftige Unterstützung von Till und Wolfgang von Gitec. Sehr gut. Aber jetzt passiert Folgendes, schau mal her. Aha. Und zwar haben wir einfach, ich muss gleich dazu sagen, das ist noch nicht die endgültige Version. Wir sind noch am Basteln, aber ich wollte es euch schon mal zeigen. Nämlich, was passiert? Wir haben diese Platine hier rausgenommen und zwei Stereobuchsen angeschraubt und das Original Poti von dem Wah-Wah hier angeschlossen an diese Buchse. Und es funktioniert einwandfrei. Man kann das super an den Camper anschließen und als Wah-Wah benutzen oder als Expression-Pedal. Aber natürlich super als Wah-Wah, weil es einfach sich genauso anfühlt. Mhm. Im Gegensatz zu jetzt irgendeinem normalen Expression-Pedal, das vielleicht ein bisschen leichtgängig ist oder der Regelweg ist sehr lang. Ja. Fühlt sich einfach komisch an. Ja. Also das funktioniert einwandfrei, weil der Camper kalibriert sich ja auf dieses Expression-Pedal. Von dem her muss man sich jetzt da gar nicht riesen Gedanken machen, was für ein Poti da drin ist. Für mich funktioniert das toll. Ich habe es gestern schon beim Konzert probiert. Es funktioniert einwandfrei. Hm. Das einzige Problem, was wir dann festgestellt haben, ist dieser Schalter. Weil es wäre natürlich jetzt toll, wenn man auch diese Schalterfunktion nutzen könnte. Und was jetzt passiert ist, man musste jetzt zweimal drücken, damit der Camper reagiert. Damit der merkt, dass das Wah-Wah an ist. Okay. Und schlaue Menschen, wie sie sind, der Till und der Wolfgang, haben dann gesagt, wir brauchen da keinen Schalter, sondern einen Taster. Ah ja, okay. Kannst du mir mal erklären, was der Unterschied ist? Ja, also beide machen dasselbe. Die stellen einen Kontakt her. Und der Schalter macht es permanent. Das heißt, in dem Moment, in dem ich schalte, rastet er ein. Der Kontakt bleibt geschlossen. Und wenn ich nochmal drücke, wird der Kontakt wieder unterbrochen. Mhm. Bei einem Taster ist es anders. Ich drücke, der Kontakt wird hergestellt. Und in dem Moment, in dem ich loslasse, wird der Kontakt wieder geöffnet. Mhm. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Und wenn ich jetzt ein Gerät habe, wie der Camper scheinbar, wo ich das brauche, dass der einen Schaltimpuls kriegt und dann das Lösen des Schaltimpulses wieder. Dann habe ich natürlich mit dem Schalter ein Problem, weil dann muss ich zweimal drücken. Mhm. Und das ist natürlich für ein An-Ausschalten ziemlich viel Zeit. Klick, klick. Mhm. So, und in dem Fall brauchst du einen Taster, damit du nur einmal drauf drückst und sich das anfühlt wie normal. Wunderbar. Ich hatte auch schon mal Geräte, da konnte man das einstellen. Mhm. Ja, ja. Welcher Schalter denn da gerade benutzt wird. Okay. Und da konnte man umschalten. Habe ich jetzt beim Camper nicht gefunden. Ich glaube, das gibt es da nicht. Auf alle Fälle habe ich mir jetzt so einen Taster bestellt für 3,50 im Internet und werde den da einbauen und auf die andere Buchse legen. So dass ich dann hier einen Monoschalter habe, also nur ein ganz normales Gitarrenkabel zum Beispiel. Also Monoschalter geht in den Camper und einmal ein Stereokabel geht. Also das Expression-Pedal ist Stereo. Das braucht es für die drei Pins. Vom Potentiometer und der Schaltvorgang ist zwischen zwei Polen. Das heißt, es braucht bloß ein Monokabel. Das erklärt eigentlich, warum das eine so und das andere so. Macht Sinn, genau. Mhm. Und die beiden schließe ich jetzt an meine Remote oder an den Camper. Okay. Und zack, bumm, habe ich ein Pedal, mit dem ich einen Schaltimpuls auslösen kann. Ich kann zum Beispiel das Wah-Wah einschalten. Ich könnte da auch was anderes drauflegen. Ich könnte auch, einen Booster aktivieren oder so. Was auch immer. Okay. Ich kann da also programmieren, was ich will. Und könnte eben das Wah-Wah eben dann mit meinem alten Wah-Wah schalten. Und das kostet mich eben prinzipiell nur die zwei Boxen plus diesen Taster. Also minimaler Aufwand, ist auch relativ schnell gemacht. Hm. Super. Wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr Fragen habt, Kommentare, lasst mich wissen. Ich bin auch gespannt, was ihr so bastelt. Und ich zeige es euch vielleicht nochmal, wenn es ganz fertig ist. Ja? Dann bis bald. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.